Moin Moin und herzlich willkommen zum Ferngespräch bei Eigentümlich Frei. Ich heiße Luis Patzos und meine Leitung geht heute nach Nova Scotia, Kanada zu Frank Eckert. Hallo Frank. Ja, hallo Luis. Schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Zum wiederholten Mal muss man ja sagen, das letzte Mal haben wir uns ja über die Trucker Proteste in Kanada unterhalten. Heute geht es um ein anderes Thema. Du lebst ja mit Frau und drei Kindern und um die wird es dann im Schwerpunkt zumindest indirekt gehen, auf einer sehr weitläufigen Farm in einer abgelegenen oder relativ abgelegenen Gegend, ruhigen Gegend Kanadas. Du berätst Menschen, insbesondere Europäer, bei etwaigen Auswanderungsgedanken und Plänen. Und wie ich erfahren habe, und das war dann der Aufhänger, deine Kinder besuchen keine Schule. Und jetzt ist es ja so, wenn ich mal in meinen eigenen Freundes- und Bekanntenkreis reinschaue, dann ist dieser, ich nenne ihn mal Schulgebäudeaufenthaltszwang, wie er hier in Deutschland gepflegt wird, der bleibt ja eigentlich unhinterfragt. Und es wundert ja viele, wenn man schon sagt, naja, allein in vielen Nachbarländern ist das ja nicht so. Ja, zum Beispiel in Österreich oder Frankreich. Ja, da ist ja auch für manche Leute dann auch der Grund, insbesondere im grenznahen Bereich, hinter die Grenze zu ziehen, um dort eben die Kinder nicht in einer öffentlichen Schule beschulen zu lassen. Wie sieht denn die rechtliche Rahmenbedingungen oder die rechtliche Lage, wie sieht die denn in Kanada aus? Also, wir leben ja hier auf Cape Breton Island in Nova Scotia, Provinz Nova Scotia im Osten Kanadas. Und man muss dazu wissen, zu deiner Frage, dass in Kanada dieses Thema Homeschooling oder Unschooling, also Freilernen, provinzspezifisch geregelt ist. Das heißt, jede Provinz hat da eigene Regeln dazu und andere Vorgaben. Also ich kann jetzt schwerpunktmäßig nur von Nova Scotia, von unserem Fall mal berichten. In Nova Scotia ist es tatsächlich so, dass du die Wahl hast, was für mich als Libertären immer wichtig ist, die Freiheit der Wahl. Ich kann meine Kinder in öffentliche Schulen schicken, staatliche Schulen. Ich kann sie in verschiedene private Schulen schicken, die es hier in der Provinz gibt, von Montessori bis, sag schon, hilf mir weiter, Albert Schweitzer hätte ich beinahe gesagt. Waldorf? Waldorf, genau. Ich kam nicht aufs Wort. Manchmal fallen mir die deutschen Worte nicht mehr ein dazu. Also Waldorfschulen. Tatsächlich auch? Ja, es gibt Waldorfschule hier, unten in der Nähe von Halifax. Wir sind ja weiter oben, 330 Kilometer nördlich von Halifax. Und wie gesagt, zu diesen beiden Möglichkeiten, staatliche Schulen, private Schulen, hast du die Möglichkeiten, dein Kind auch zum Homeschooling anzumelden. Und die erweiterte Form des Homeschooling ist, also Heimunterricht, ist das Freilernen oder hier im Englischen das Unschooling. Was wir schwerpunktmäßig praktizieren, wir haben so eine Mischform, das machen sicherlich alle Eltern hier so eine Mischform zwischen Unterricht und kompletten Freilernen. Also wir haben schon so ein bisschen unsere Lerneinheiten, die wir mit begleiten, aber schwerpunktmäßig dann, wenn die Kinder das wollen und auch überwiegend mit den Themen, die die Kinder wollen. Und das funktioniert sehr gut für uns und somit haben wir die Möglichkeit, selber als Eltern zu entscheiden, welchen Weg will ich da gehen. Und ich bin nicht von vornherein festgelegt auf Schulgebäudeanwesenheitszwang. Das käme für uns gar nicht in Frage, gerade so wie wir unsere Kinder kennen, die flitzen halt nur umher, die würden einen Hau kriegen, wenn die irgendwo still sitzen müssten ein paar Stunden, das würde gar nicht funktionieren. Und brauchen sie aber auch nicht, weil wir uns dafür entschieden haben, den Freilerner-Homeschooler-Weg zu gehen. Und das ist damit der rechtliche Rahmen, der damit gegeben ist. Und in der Praxis läuft es so, dass du dich, wenn du dich dafür entscheidest, wenn deine Kinder hier im schulfähigen Alter, so zwischen 5 und 6 ist der Übergang, 6 Jahre, glaube ich, ähnlich wie in Deutschland, dann musst du deine Kinder anmelden, entweder in einer örtlichen Schule oder halt bei Nova Scotia Homeschooling bei der Behörde. Dann kriegst du ich glaube, es sind 2 Seiten oder 2, 3 DIN A4 Seiten mit einigen wenigen Rahmenangaben zum Kind, zur Familie, Wohnort, Alter und diese ganzen Sachen. Und dann kannst du es zum Homeschooling anmelden.
Das hört sich erstmal sehr unbürokratisch an. Das ist relativ schmerzfrei. Also das geht sehr einfach und unkompliziert. Und du musst dann mit dem Jahresbeginn jeweils eine grobe Angabe zu verschiedenen Teilbereichen machen, was du mit deinem Kind vorhast, in diesem Jahr zu lernen zu Hause Also oder zu Lehrplan begleiten. gewissermaßen. Sowas wie Privater grobe Lehrplan. Geschichte, ja, ganz, ganz grobe Geschichte, Lehrplan. Und am Ende des Jahres wird das abgefragt, nochmal mit auch so einem 2 DIN A4 Seiten Blatt, mit verschiedenen Unterpunkten, wo du dann schreiben musst, was hast du denn tatsächlich gemacht? Das weicht meistens von dem ab, in Teilen zumindest, was du am Anfang des Jahres skizziert oder dir vorgenommen hast, weil du machst immer, es kommen immer wieder andere Sachen dazwischen, die die Kinder dann plötzlich machen wollen oder wo uns dann so das Jahr über hintreibt. Das muss nicht übereinstimmen, das ist kein Beinbruch. Und es ist hier so ein offenes Geheimnis in der Provinz, dass alle Freilerner und Homeschooler sagen, schreibt da nicht so viel rein, ne? Haltet es grob, ne? Dann ist es frei von der Interpretation. Also schreibt nicht so viel Details, sonst werden sie irgendwann immer pingliger und wollen dann alle von allen Details wissen. Also alle halten das sehr vage und sehr, sehr frei gestaltet. Und das klappt ganz gut. Und somit ist das so unser Weg, den wir in der Praxis beschreiten. Bevor wir da jetzt noch ein bisschen tiefer eintauchen, du hast ja gesagt, das ist in Kanada Provinzangelegenheit, das Bildungssystem. Das ist ja im Prinzip dann, also zumindest dem Wortlaut nach, wie in Deutschland auch. Das ist ja Bildung und Schule ja auch Ländersache, wobei natürlich durch die berühmt gewordenen Kultusministerkonferenzen und damit verbundene administrative Prozesse ja schon eine relative Vereinheitlichung erfolgt ist. Hast du einen Überblick, wie unterschiedlich die Systeme in Kanada sind? Meinetwegen kann es sein, dass zum Beispiel in, keine Ahnung, British Columbia die Regelungen deutlich abweichen von Nova Scotia und in Alberta nochmal ganz anders sind, sodass sich Eltern, wenn die tatsächlich mal so provinzübergreifend umziehen, plötzlich also mit ganz völlig anderen Systemen da konfrontiert sind? Oder ist das weitestgehend ähnlich in allen Provinzen? Also was ich gehört habe, grobe Linie, ich nagel mich da nicht zu sehr aufs Detail fest, kann es schon ganz unterschiedlich sein. Also hier, wie es denn von den jeweiligen Provinzen gehandhabt wird. Und ich denke, dass es auch schon einige Unterschiede in New Brunswick, in unserer, also Neubraunschweig, unserer Nachbarprovinz gibt. Und man sieht hier, man hört hier aus dem Namen auch den deutschen Einfluss wieder raus. Ja, auch Wahrscheinlich wie mal. in Quebec, die Franzosen handhaben das wahrscheinlich Genau, auch wieder anders, genau, ne? genau. Ja, die Atlantikprovinzen, wir sprachen vorhin im Vorfeld des Gespräches schon rüber, das sind ja eher hier in Kanada die europäisch geprägten Provinzen. In British Columbia geht es doch eher asiatisch zu. Und da ist doch der Anteil der asiatisch stämmigen Bevölkerung höher. Also die haben schon in den einzelnen Provinzen recht unterschiedliche Programme. In den meisten, soweit ich weiß, soweit wie mir bekannt ist, ist in den meisten kanadischen Provinzen Homeschooling möglich, aber nicht in allen. Es gibt einige Ausnahmen, die kein Homeschooling vorgesehen hat. Das weiß ich, aber ich weiß jetzt nicht genau, welche das sind. Also die allermeisten haben das wohl, aber die meisten, also einige fallen da raus, die machen das in der Form nicht und schon gar nicht so einfach wie hier in Nova Scotia. Also da sind wir hier sehr gut dran in unserer Provinz. Alleine das wäre für uns ein Grund, schon gewesen, hier rüber zu siedeln. Es gibt natürlich noch andere Gründe, weshalb wir hier leben. Also es ist hier in vielerlei Hinsicht sehr angenehm und sehr schön. Aber wie gesagt, das können wir frei entscheiden. Es gibt also eine Bildungspflicht und keine Schulanwesenheitspflicht. Und das ist für uns das Kriegsentscheidende, dass wir als Eltern selber sagen können, gerade bei dem ganzen Blödsinn, der so in den letzten Jahren überall gelaufen ist, macht es schon Sinn, dass wir selber entscheiden können und die Hoheit über unsere Kinder nicht an irgendwelche anderen Behörden abgegeben wird, sondern dass wir entscheiden können, wie sollen die Kinder lernen, was soll ihr Weg sein. Und wir können die Kinder auch beobachten. Wir sehen ja, wo ihre Schwerpunkte liegen, ihre Interessenslagen liegen. Und es ist völlig, zum Teil völlig unterschiedlich und konträr zu früheren Schulprogrammen, wie ich sie noch kenne aus meiner Jugend oder so. Das wäre für Klar. uns nicht vorstellbar. Weißt du denn, zumindest jetzt in Nova Scotia, wie viel Prozent der Kinder nicht in eine öffentliche oder private Schule gehen, sondern zu Hause beschult werden? Also
Die Homeschooler und Homeschooler-Szene ist recht groß ausgeprägt hier. Das weiß ich. Ich kann es dir prozentual nicht benennen. Ich weiß nur, dass es mit steigendem Maße auch immer attraktiver wird für viele Eltern aus verschiedenen Gründen. Gerade auch europäische Auswanderer. Wir haben ja in den letzten 15 Jahren enorm viele Auswanderer aus Deutschland, Schweiz, Österreich hier in die Provinz gehabt. Es leben, glaube ich, mittlerweile über 80.000 Deutsche oder Deutschstämmige aus dem deutschen Kulturkreis hier oder besitzen hier Land oder Grundstücke und sind teilweise im Jahr hier. Und die allermeisten davon, wenn die Kinder haben, gehen natürlich den Weg auch Freilernen und Homeschooling. Und auch viele Kanadier machen das hier natürlich. Und wir haben selber, es gibt hier, die Vernetzung hier läuft überwiegend über Facebook. Bin ich nicht so ein Freund von aus verschiedenen Gründen, aber wie gesagt, das ist halt so. Die Eltern zu den verschiedenen Gruppen und Themen, ob das Homesteader sind oder auch Freilerner-Szene, läuft alles über sehr viel über Facebook. Dort wird sich verabredet, getroffen. Dort lernt man andere Freilerner kennen, Homeschooler kennen. Und wir haben neulich zum Beispiel Kontakt, was heißt neulich, vom Dreivierteljahr Kontakt zu einer sehr netten Familie bekommen mit 6 Kindern, die aus British Columbia übergesiedelt sind, hier nach Atlantik-Kanada. Die durften also hier das erste Mal einen richtig schönen Winter erleben und haben sich dann auch gleich als Freilerner, als Homeschooler angemeldet. Mit denen haben wir Kontakt. Die sind nur von uns so 20 Kilometer entfernt, also direkt nebenan für kanadische Verhältnisse. Und Vanessa ist mit den Kindern öfters drüben oder die sind bei uns und machen gemeinsame Aktivitäten. Und die sind auch wie wir eine Homesteader-Familie. Das heißt, die sind auch weitestgehend in Richtung Garten, Landwirtschaft, Selbstversorgung auch unterwegs. Und das macht es sehr angenehm, weil man sich dadurch mit anderen Eltern austauschen kann. Und man stellt fest, dass viele Kinder dort ähnliche Schwerpunkte setzen, wenn man sie nicht in irgendwelche Lehrpläne zwingt und in irgendwelche Schulgebäude Anwesenheitspflichten hineinzwingt, dass die Kinder sich ähnlich entwickeln wie unsere Kinder und ähnliche Interessen entwickeln. Und das macht es natürlich immer einfacher. Man kann sich koordinieren, wenn man mal sagt, Mensch, jetzt im Winter ist zum Beispiel häufig Skating angesagt. So ein Nationalsport Nummer 1 ist Eishockey hier in Kanada. Also lernen die Kinder ganz früh, gerade wenn sie laufen können, Schlittschuh fahren natürlich. Es gibt hier in Lewisdale bei uns um die Ecke eine Eisarena und da sind die dann immer mit anderen Familien einmal die Woche zum Schlittschuhlaufen. Das ist dann so ein bisschen Sport. Mit anderen Freilernerfamilien zusammen, die man dann auch später zum Schulabschlussjahr oder Lernabschlussjahr mit aufführen kann, dass man sagt, man hat verschiedene Aktivitäten gemacht, wie Museumsbesuche oder irgendwo Schmiedekurs hatte ich neulich mit meinen Jungs gemacht. Ne? Da haben wir 2 Stunden Schmieden in einer alten Hufschmiede gelernt und das war für die Jungs natürlich toll, endlich mal mit dem dicken Hammer richtig draufklotzen können, ohne Rücksicht auf Verluste. Das fanden die ganz toll. Und die haben Feuerhaken jeder geschmiedet und das sind halt auch ganz viele Projekte, die wir dann halt machen in der Praxis dann. Ne? Verstehe. Jetzt hast du ja auch selber gesagt, Unschooling ist ja nicht gleichzusetzen mit unorganisiertem Lernen. Ein Faktor, das habe ich jetzt so rausgehört, ist natürlich so den Bedürfnissen oder der Aufnahmefähigkeit der Kinder gerecht zu werden, also zu gewissen Zeiten gewisse Themen. Auf der anderen Seite ist es aber wahrscheinlich ja schon so, dass du mit einem gewissen Vorlauf dir auch Gedanken darüber machen musst, naja, wie bringe ich denen nicht nur praktische Sachen bei, sondern auch die, sagen wir mal, abstrakten Kompetenzen wie Lesen, Schreiben, Mathematik. Wie seid ihr denn da konkret vorgegangen? Oder gibt es da auch irgendwelche Lernhilfen oder Materialien, die da zur Verfügung gestellt werden? Wenn ja, von wem? Oder wie läuft das in der Praxis ab? Weil, ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht unbedingt zwangsläufig alle geborene Pädagogen, die sich damit auskennen, wie bringe ich einem Kind am besten etwas bei? Ja, also zuerst einmal muss man kein Pädagoge sein, um sein eigenes Kind bei Lernvorgängen
natürlich stattfinden, zu begleiten. Also die Kinder sind ja auch, wenn sie 20 sind, werden sie alle nicht mehr ins Bett machen. Sie wissen, wie man sich ein Brot schmiert, sie sich die Zähne putzt. Also das haben wir ja auch alle gelernt ohne Schule, ne? Also wenn man da das mal wieder so ein bisschen runterbricht und wieder auf den Boden zurückkommt, sind viele Sachen, die durch Nachahmen von den Kindern aufgegriffen werden, von Menschen, mit denen sie anders jeden Tag zu tun haben, im ersten Schritt natürlich den eigenen Eltern oder halt auch Großeltern, Onkel, Tanten, Besuchern, Freunden, wo sie viel abgucken. Also Kinder können gut mit den Augen und Ohren stehlen. Also sie fassen vieles auf, sie greifen vieles auf, sie begreifen vieles, indem sie es anfassen und ausprobieren und nachmachen. Nachahmen ist ganz wichtig. Und es gibt mittlerweile natürlich gerade in Nordamerika hier so eine richtige Szene, auch von Firmen, die Lehrmittel für Freilerner produzieren, von Büchern bis, also es gibt ganz hervorragende Bücher zum Thema Freilernen. Wir haben zum Teil zweisprachige, wir haben englischsprachige hier, die wir nutzen. Wir haben aber auch welche aus Deutschland, die wir uns schicken lassen. Auch da gibt es Vorschulbücher, Lernbücher, wo spielerisch gelernt wird. Und wenn man sich bewusst ist, zwei Dinge bewusst ist, das ist vielen Eltern nicht bekannt oder bewusst. Das haben wir auch erst lesen und lernen müssen durch einschlägige Literatur, durch Dagmar Neubronner zum Teil, André Stern, also so berühmte Freilerner, oder Professor Gerald Hüther, der auch sehr tolle Sachen dazu gebracht hat. Also ein Kind kann grundsätzlich von der Entwicklung das Gehirn, das war mir bis dato auch nicht bekannt, bis ich das von Gerald Hüther mal gelesen und erfahren habe, dass, was wirklich wissenschaftlich belegt ist, mathematische Vorgänge eigentlich erst ab dem Alter 9 bis 10 Jahren aufgreifen und verarbeiten. Dafür ist das Gehirn dann erst bereit durch ganz normale Entwicklungsprozesse. Also seinem Kind zwangsläufig irgendwo Mathe mit 5, 6 Jahren einpeitschen zu müssen, das kann man machen. Es gibt auch welche, die da in der Richtung sehr weit sind und schon anders entwickelt sind, die das können. Grundsätzlich ist es aber nicht dafür angelegt. Und das Weitere ist, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, etwas, was absolut gegen eine Schulanwesenheitspflicht in geschlossenen Räumen spricht. Kinder können etwa sich konzentrieren, wenn du das Alter des Kindes, sagen wir mal, einen Sechsjährigen rechnest, das Alter mal 2 in Minuten. Das ist die Fähigkeit, wo ein Kind sich, wie lange sich ein junges Kind tatsächlich ernsthaft auf ein konkretes Thema konzentrieren kann. Also ein Sechsjähriger kann sich maximal 12 bis vielleicht 15 Minuten auf ein Thema fokussieren, konzentrieren. Und das sehen wir bestätigt bei unseren Lerneinheiten, die wir mit unseren Kindern machen. Die Kinder geben selber vor und wir merken es dann selber, wenn sie dann nicht mehr aufmerksam sind und wirklich keinen Bock mehr haben, auf Deutsch gesagt, dann lassen wir sein, dann sind wir bis dahin durch. Und dann kommen sie manchmal abends zu den unmöglichsten Zeiten wieder an, manchmal um 8 Uhr, wo ich das gar nicht so als Papa mehr auf dem Schirm habe und gar nicht mehr selber motiviert bin, jetzt noch was zu lesen. Dann sagt Felix oder Falk, meine Söhne, ja Papa, das will ich jetzt noch lesen oder die 2 Seiten will ich in dem Buch noch zu Ende machen, was wir heute Morgen angefangen haben. Und das ist halt die Kunst, du musst dann verfügbar sein und du musst dann wirklich nicht sagen, oh, als Eltern habe ich jetzt keine Lust, machen wir ein andermal, weil wenn die Kinder dann ihre Bereitschaft zeigen, diesen Schritt weiter zu lernen, dann musst du da sein, musst dich mit hinsetzen, musst auch Computer, alles andere abstellen, musst sagen, ich mache jetzt mit dem Kind nochmal 20 Minuten, 30 Minuten, 10 Minuten, je nachdem, wie lange es dann dauert, diese Lerneinheit. Aber es ist sehr viel abhängig wirklich vom, also der Schwerpunkt liegt bei dem Kind. Das Kind gibt quasi, macht die Vorgaben. Was will ich lernen? Wann? Wie? In welcher Form? Und wir sind nur dafür da, die Bedingungen zu schaffen, die Lehrmittel, wenn erforderlich, mit bereitzustellen. Und wir machen neben Büchern, also wir gucken keinen Fernsehen, bei uns gibt es keinen Fernsehen, schon ewig nicht, das kennen die Kinder gar nicht. Wir haben wirklich eine recht große Bibliothek, zweisprachig zu Hause hier bei uns und lesen viel. Die Kinder sind mit Büchern aufgewachsen und deswegen ergibt sich dieses Thema lesen, lernen, wollen oder müssen gar nicht. Das kommt automatisch, weil sie haben natürlich viele spannende Bücher und manchmal ist Mama und Papa halt nicht verfügbar, um halt irgendwo nochmal
eine Geschichte weiterzulesen. Und irgendwann kommen sie an und sagen, ja, aber das, was steht denn da oben in der Überschrift? Ne? Und dann fangen wir mal an mit dem großen, fettgedruckten Überschriften, haben wir am Anfang uns befasst und Alphabet, die Zahlen geschrieben. Und das ist spielerisch. Also es ist immer, wenn wir sagen, wir spielen Lernraupe, so nennen wir das bei uns, die Lerneinheiten. Und das kommt von den Kindern, wird vorgegeben. Und wir haben also wirklich die besten Erfahrungen damit gemacht. Und sie lernen andere Schwerpunkte hier. Jetzt lesen, mein Großer ist jetzt 8,5, Felix, der kann lesen und schreiben. Hatte eben gerade, habe ich gerade gesehen, gehört, als ich nochmal draußen war, hat er gerade mit Vanessa, mit meiner Frau gelesen. Die haben gerade eine kleine Leseeinheit gehabt. Dann sitzen die beiden anderen, die Kleinen, dabei. Unser Sohn Falk ist 7 und Freya, unsere Tochter, wird jetzt 4 demnächst. Und die sind häufig mit dabei. Manchmal machen sie auch was anderes. Und das ist so ein Rhythmus, der sich im Laufe des Tages über die Woche rüber findet. Ne? Wir machen manchmal eine Woche auch gar nichts. Und manchmal haben wir eine Woche, die ist richtig voll mit klassischen Lerneinheiten gepumpt, wie man sich das vorstellt, weil die Kinder von sich aus sehr viel ankommen, sagen, das will ich aber noch machen. Und vor allen Dingen unsere kleine Tochter ist hoch motiviert, wenn die ein Buch in der Hand hat. Ich muss sie manchmal wirklich ausbremsen, weil ich dann immer sage, Freya, wir brauchen noch ein bisschen Bücher, Seiten und Lehrstoff, bis wir wieder was Neues uns irgendwo aus dem Internet runtergeladen haben oder gekauft haben. Und die ist manchmal wirklich enorm, auch von ihrer Dauer der der Aufnahmefähigkeit. Also das ist verwunderlich. Da sticht sie ein bisschen ab von den Jungs. Die Jungs sind dann eher dann, ach, ich ziehe mich an, gehe raus Schlitten fahren im Winter oder mache wieder draußen was, gehe zu den Hühnern oder gehe mit den Hunden in den Wald und baue eine Hütte. Also die Kleine ist auch viel draußen, macht auch viel, aber sie ist sehr kernig dabei, wenn es vom Zeitrahmen der Lerneinheiten geht, ist sie ein bisschen weiter gestrickt wie die Jungs. Das ist sehr auffällig für uns. Inwieweit spielt denn bei Familien, die frei lernen oder eben häusliche Bildung praktizieren, und die mehrere Kinder haben, die Kinder selber dann eine Rolle in der Wissensvermittlung? Weil ich kann mir ja vorstellen, ein, sagen wir mal, 12-Jähriger kann sicherlich einer 7-Jährigen bestimmte Sachen kindgerechter logischerweise beibringen, als das eventuell die Eltern kennen. Inwieweit spielt dieser Gedanke des, ja, wie soll man sagen, so wechselseitigen Durchdringens innerhalb der Geschwister oder vielleicht auch Nachbarskindern dann eine Rolle? Ja, das ist tatsächlich so. Können wir so bestätigen, das spielt eine Rolle. Gerade unser Großer, der Felix, hat immer wieder die Situation, oder wir können es beobachten, dass die Situation so ist, dass er gerade unserer Kleinsten, der Freier, unserer Tochter, einiges zeigt, wo sie nicht weiterkommt und wo sie manchmal uns fragt und sie will was ganz Kompliziertes mit Lego bauen, was sie noch nicht kann, so Lego-Technik-Sachen. Und unser Großer Felix ist ein Meister in Lego-Technik bauen. Da sage ich schon immer, ich sage, Papa kann das nicht so gut, frag mal den Felix. Und das macht Felix natürlich super gern und zeigt der Kleinen was, auch wenn er manchmal nicht so die Geduld bis zum Ende hat, aber er macht es ganz toll auf seine Art und zeigt seiner kleinen Schwester was und baut ihr was. Und sie kommen dann auch ganz stolz beide an, wenn sie zusammen dann was gemacht haben. Also das findet tatsächlich statt, ja. Ja. Nun hat es ja gesagt, es hat mich sehr auch ein bisschen überrascht, dass die Anmeldung und die Abgabe des, naja, Lernplans sehr, sehr sparsam ist in Nova Scotia. Das ist natürlich sehr praktisch für Leute, die halt tatsächlich eben diese Art des Lernens betreiben. Aber gibt es denn in irgendeiner Art und Weise Erfolgsvorgaben oder Vorgaben nach dem Motto oder so Leistungstests, dass zu einem bestimmten Alter das Kind bestimmte Fertigkeiten haben muss? Denn, also ich sag mal, spätestens dann, wenn es um den Schulabschluss geht, und ich nehme an, das ist ja in Kanada auch weitestgehend so wie in der restlichen westlichen Welt, wenn du dann an die Universität oder ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie Berufsausbildungen, also eher praktisch orientierte Ausbildung, dass du ja dann irgendwie so formale Zugangshürden hast wie ein Zeugnis. Wie kommt man denn an sowas dann dran? Also mir ist nicht bekannt, dass du irgendwelche
Abschlusszeugnisse als Freilerner oder Homeschooler machen musst, zwangsweise. Aber es ist natürlich so, dass in der Regel nahezu alle Eltern und später auch die Kinder, wenn sie dann irgendwo so 16, 18, 19 sind, das natürlich von sich aus anstreben, weil sie natürlich dann irgendwann auch konkrete Vorstellungen haben, was sie dann mal machen wollen oder wo die Reise für sie hingeht mit ihrem, ich sag mal, beruflichen Schwerpunkten. Und dann kannst du dich an eine entsprechend geeignete, dafür geeignete öffentliche Schule vor Ort wenden und kannst dein Kind die letzten 2, 3 oder 4 Monate vorher vor den Prüfungen, dort angesetzten Prüfungen anmelden. Und dann kann es dann freiwillig, wenn es sich auf die Prüfung vorbereiten will, dort nochmal mit zur Schule mitgehen und eintauchen, ohne vorher die ganzen 12 Jahre sich in der Schule da verdingt zu haben. Und kann dann da dort entsprechend die Prüfungen mitmachen. Und dann hast du da einen ganz normalen Schulabschluss. Und die Ergebnisse hier in Nordamerika, da gibt es ja hier sehr viele, weil das weit verbreitet ist, sehr viele Untersuchungen auch zu, die auch, was ich immer nicht so schön finde, so gegenüberstellen, wie gut bin ich, wie gut bist du, wer ist besser, aber es wird halt tatsächlich natürlich gemacht, die Untersuchungen gibt es, die Ergebnisse gibt es, sie sind sehr eindeutig und die freien Lerner und Homeschooler in ganz Nordamerika schneiden deutlich, deutlich besser ab wie die Schulbesucher. Also das ist eigentlich so auch nochmal auf die lange Sicht ein sehr positiver Effekt. Die Kinder, die frei lernen können oder die zu Hause unterrichtet werden oder sich selber mit unterrichten können und mit Dingen befassen können, die sie wirklich begeistern, dort bleiben natürlich viel, viel vermitteltes oder aufgenommenes, gewonnenes Wissen, was aus Begeisterung heraus, aus eigenem Antrieb gewonnen wurde, bleibt natürlich wesentlich besser im Gehirn haften, wie das, was ich irgendwo nur, weil ich meine Schulzeit da absitzen musste, in mich reingetrichtert wurde. Auch wenn es mich gerade in dem Augenblick vielleicht gar nicht interessiert hat. Ne? Ich mache gerade eine Mathe-Einheit und würde aber lieber gerade ein Buch in Englisch lesen oder was anderes. Unsere können dann sagen, nee, Mathe mache ich heute nicht, ich mache das andere. Und es ist auch bekannt, dass es immer einfacher ist, jemanden, der in irgendeinem Bereich seinen Schwerpunkt sieht und seine Interessenslage hat und begeistert ist, wenn einer gut Klavier spielt, lass ihn Klavier spielen. Siehe Mozart. Der Mann war nie in einer Schule. Wäre der zwangsbeschult gewesen, wäre uns als das Genie, als den wir ihn mit seinem Vermächtnis erleben durften, wahrscheinlich nie untergekommen. Mhm. Reichen denn tatsächlich 3 bis 4 Monate? Weil, also rein hypothetisch gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass natürlich eine Schule ein Interesse daran hat, dass natürlich diejenigen, die jahrelang auf dieser Schule waren, einen strukturellen Vorteil haben. Und das kann ich natürlich durch die Gestaltung von Prüfungen ja durchführen. Und wenn ich mal jetzt mir einfach mal zurück überlege oder du an deine Schulzeit, wenn du mal überlegst, was bei der Abiturprüfung abgeprüft wurde, habe ich meine Zweifel, ob ich da innerhalb von 3 bis 4 Monaten reingekommen wäre als Freilerner, der nicht in dem System groß geworden ist. Nicht, weil ich jetzt Anführungsstrichen zu dumm bin oder nichts weiß, ne, sondern einfach, weil ich diese spezifische Form eben der Bildung nicht in Anführungsstrichen genossen habe. Stichwort vieles auswendig lernen, ja, das ist ja so ein Beispiel, oder eben vieles tatsächlich auch überflüssiges oder dummes, in Anführungsstrichen, Wissen, ja, was aber eben für diese Prüfungen wichtig ist. Reicht das tatsächlich so erfahrungsgemäß 3 bis 4 Monate, um das aufzuholen, ne? Ja, das war jetzt ein Beispiel von mir, das ich aufgegriffen habe von einer anderen Freilernerfamilie, nämlich von Dagmar Neubronner aus Deutschland, die ja auch sehr bekannt ist als bekannteste Freilernerfamilie sicherlich in Deutschland, die auch viele Bücher darüber geschrieben hat. Also eine bemerkenswerte Frau, also wirklich sehr positiv. Wer sich damit mal befassen will, sollte mal ihre Seite besuchen. Und die Dagmar hat das beschrieben, dass ihre Kinder damals sich, ich glaube, 4 Monate vorher vorbereitet haben und dann da ihre Prüfungen gemacht haben. Also es kommt sicherlich drauf an, individuell, weil jeder junge Mensch ist ja dann anders getaktet und hat andere Vorgaben oder andere Schwerpunkte oder weiß, wo er Stärken und Schwächen hat. Und sowas müsste man sicherlich dann mit der Schule, wo man diese Prüfung ablegen will, abstimmen mit dem entsprechenden Lehrpersonal oder Schulleiter, dass man sagt, was schätzen Sie, Sie haben jetzt unseren Sohn, unsere Tochter gesehen, wie
lange braucht sie Vorbereitung oder eher Vorbereitung? Soll er jetzt 2 Monate oder soll er 8 Monate vorher kommen, und um hier mit teilzunehmen, um diese Strukturen oder die Abläufe kennenzulernen und auch die Prüfungsabläufe kennenzulernen? Das sind sicherlich Sachen, die wir zurzeit noch nicht auf dem Schirm haben und wo wir uns auch ganz bewusst noch nicht mit befassen, weil für uns jetzt gerade so in dem beginnenden Lernprozessen in dem jungen Alter noch ganz andere Sachen wichtig sind. Also das Thema Prüfungen steht noch gar nicht im Raum. Und deswegen kann ich da jetzt auch noch nicht so viel sagen, wie lange wir da tatsächlich in der Praxis uns dann vorher mit anmelden werden. Ne? Können wir in 10 Jahren nochmal drüber reden. Ja. Das, da kann man nochmal was nachlegen. Es ist wirklich ja auch für die Eltern ein Lernprozess, für uns genauso. Ne? Also für uns ist auch vieles neu. Du hast es genau zutreffend richtig am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass wir alle keine ausgebildeten Pädagogen sind. Aber ich denke, das muss man nicht, wenn man bereit ist, als Eltern sich auch mit weiterzuentwickeln, mit seinen Kindern zusammen. Wir haben ja auch so vieles kennengelernt, neu kennengelernt, was uns wieder zurückreflektiert hat auf unsere Kindheit und Jugend. Und wir führen nebenbei für jedes Kind sowas wie ein Eltern-Kinder-Tagebuch. Also jedes Kind hat, wenn wir bestimmte Ereignisse haben oder die Kinder irgendwas Witziges oder Besonderes gemacht haben oder wie Michael aus Lönnebergers Mutter hat damals ein Heftchen, ein blaues Heftchen geführt, wo sie die ganzen Streiche reingeschrieben hat. Genauso sowas steht bei uns natürlich auch drin, und es stehen aber auch ganz viele Fragen drin, die unsere Kinder mal gestellt haben. Wie Felix, als er 5 Jahre war und beim Abendbrotessen neben uns saß, hat er uns gefragt, als 5-Jähriger damals, Papa, was waren zuerst da, die Tomate oder der Tomatenkern? Also die Klassikerfrage, was gab es zuerst, Huhn oder Ei, hat er, ohne diese Frage zu kennen, hat er tatsächlich von sich aus gestellt mit Tomate und Tomatenkern. Und spätestens da weißt du, dass du dir um deine Kinder im Bereich Entwicklung oder Lernen keine Gedanken machen musst, weil sie haben automatisch, tragen sie all diese Fragen, dieses Wissen, was sie ja aufsaugen wollen wie ein Schwamm, sie tragen es in sich. Und die Herausforderung an uns ist es, und wir sind manchmal mit Fragen konfrontiert, die kannst du wirklich. Kinder können so super toll fragen. Es gibt immer wieder Sachen, die kannst du nicht beantworten. Ja, also nicht, weil wir zu doof sind, weil du musst es ja kindgerecht ihm rüberbringen. Wie erklärst du es ihm oder ihr in der jeweiligen Situation? Und es ist manchmal in den unmöglichsten Situationen. Du bist im Auto unterwegs, dann kommt so eine Frage oder beim Essen oder irgendwas. Und du wächst also mit dem Kind und kannst das mit beobachten, begleiten. Wichtig ist, dass du dich darauf einlassen kannst und dass du versuchst, die Freiräume zu schaffen, wo das Kind dieses selber für sich nachprüfen, erfahren kann, lesen kann oder im spielerischen Sinne erfahren oder lernen oder begreifen kann. Also das deutsche Wort begreifen ist ja da schön. Wir sehen es bei unseren Kindern. Sie lernen viel durch selber machen, durch mitmachen, durch anfassen. Und ich denke mal, das können viele Eltern auch bestätigen. Stichwort Eltern. Ist das die heimische Beschulung, zumindest jetzt in Kanada, eher ein ländliches Phänomen, weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen, für viele urban geprägte Eltern, gerade solche dann beide berufstätig, sind ja vor allem die Grundsätze, die du ja vorhin gesagt hast, gar nicht so praktikabel, ja, weil ja schon mal einen Großteil des Tages überhaupt gar nicht zur Verfügung stehst, um etwa dann auf Wünsche des Kindes einzugehen. Dann ließe sich das auch bestenfalls in Kombination mit den Großeltern machen, die aber dann häufig ja auch nicht vor Ort sind. Das heißt, im Prinzip für den typischen Städter, der jetzt nicht im großen Familienverbund lebt, wird das ja schwierig dann, oder? Das kann durchaus sein. Aus praktischen Gründen ist natürlich sicherlich die Freilerner oder Homeschooler der prozentuale Anteil in den ländlichen Bereichen höher, weil für einige sind auch die Schulwege, obwohl wie hier alles gut organisiert ist mit Schulbus abholen, die holen wirklich die Kinder aus dem letzten Winkel hier mit dem Schulbus ab, aber entsprechend lang sind für das Kind dann auch die Hol- und Bringzeiten. Also es ist natürlich auch von dem Gesichtspunkt her so, dass es gerade auf dem Plattenland für viele Eltern auch interessanter ist zu sagen, aus praktischen Gründen, ja, dass das Kind abends immer erst um 4 oder 5 zu Hause ist, ist wie ein voller Berufstag. Das wollen wir nicht. Also wir sparen diese 1,5 Stunden Fahrzeit bis zur Schule oder so, ersparen wir dem Kind und uns, und wir machen lieber Homeschooling.
Das schon. Aber jetzt habe ich einen Faden verloren, zweite Teil deiner Frage. Dass die Eltern das eben, wenn sie nicht einen Familienverbund haben im städtischen Ja, Umfeld. Genau. Ja, jetzt habe ich es wieder. Also ja. du brauchst sicherlich nicht, das stellen sich viele falsch vor, Eltern, die das so nicht praktizieren, dass du permanent den ganzen Tag als Eltern, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen musst. Das musst du nicht. Wir haben es bei uns so, also ich bin ja so beruflich organisiert, ich habe ja eine kleine Landerschließungsfirma hier, bin im Immobilienbereich tätig und beratend tätig für Auswanderer und Leute, die hier sesshaft werden oder eine Firma kaufen wollen oder so. Das heißt, ich arbeite viel von zu Hause aus, vom Büro aus, kann mir meine Arbeitszeit einteilen. Ich arbeite zweimal die Woche nachts, wo ich dann meine Ruhe habe. Also fange ich so um 1 oder 2 die Nacht an. Da sind die Kinder noch im Bett. Die kommen dann morgens zwischen 6 und 7, geht das dann hier los mit der Wuselei. Dann ist es für mich schwieriger zu arbeiten. Dann bin ich aber mehr in der Papa-Position wieder und kann mehr mit den Kindern machen. Und meine Frau Vanessa ist auch nicht berufstätig als solches. Sie macht halt, kümmert sich hier um Haus und Hof und um unseren Hof und die Tiere und Garten, Gewächshaus, alles. Und ist also somit in der Praxis draußen auch für die Kinder fast den ganzen Tag da. Aber die Kinder haben auch trotzdem so ihre eigenen freien Phasen, wo sie uns gar nicht sehen wollen und brauchen, weil sie dann wirklich im Wald sind und ihren und irgendwo einen Baum fällen oder so. Also die machen wirklich ganz tolle Sachen für sich, wo sie uns gar nicht brauchen, und daraus resultieren aber trotzdem dann am Abend oder am Nachmittag, wenn wir wieder alle zusammen sind, Fragen, die sich angesammelt haben, die dann zur Fragestellung gelangen und dann an uns natürlich herangetragen werden, die wir dann beantworten können. Also es ist manches zeitversetzt. Du musst nicht die ganze Zeit unbedingt oder Oma, Opa, Tanten oder wer auch immer dabei sein. Sie sind manchmal auch bei Mitarbeitern von mir oder Helfern, die hier mit tätig sind, dabei, wenn die irgendwo was bauen. Die gucken dann und lernen auch von denen und fragen oder helfen denen mit. Ne? Und das ist also, dieser Lernprozess ist immer gegenwärtig, aber häufig nicht bewusst gegenwärtig. Du lernst ja aus allen, wenn du so jung bist noch und siehst, wie jetzt einer, was weiß ich, irgendwo ein Vordach baut, gerade an Schuppen dran, dann gucken die häufig und sagen, ja, warum machst du jetzt die Folie drunter und das Blechdach erst oben und wie ist das mit dem Ausmessen, warum muss das rechtwinklig sein und zeig mir das mal, und dann machen sie das in Englisch, dann haben sie gleich Englischunterricht mit dabei, ohne es zu merken, weil meine Mitarbeiter hier vor Ort natürlich kein Deutsch sprechen. Ja. Also solche Dinge hast du natürlich in der gelebten Praxis, und deswegen musst du nicht permanent anwesend sein. Jetzt hast du ja noch im Vorgespräch eine interessante Sache gesagt, nämlich diejenigen, die, wie soll man sagen, das öffentliche Schulsystem nicht in Anspruch nehmen, die bekommen im Prinzip, kann man das sagen, so eine anteilige Steuerrückvergütung oder Kindergeldzuschlag. Ist das richtig? Ja, es gibt in einigen Provinzen Lehrmittelbeihilfe für Kinder. Das ist immer wieder unterschiedlich. Das muss man erfragen, welche Provinz in welcher Höhe und unter welchen Voraussetzungen das an die Eltern für Kauf von Schulunterlagen oder Büchern oder so gewährt wird. Und ich kann das nicht sagen, weil dir das ein Punkt ist, um den sich meine Frau kümmert, in dem Bereich mit den Finanzen, Behörden. Nee, die ja. Finanzen als solches nicht. Das ist schon so geregelt, dass ich das in der Hand habe. Aber so diese Sachen, die mit den schulischen Sachen, auch mit den Anträgen und diesen Dingen zu tun haben. Ich sehe es immer nur am Anfang, Ende des Jahres, wenn Vanessa kommt und wir füllen den Antrag zusammen aus. Und sie hat das natürlich wesentlich besser in der Übersicht. Und sie macht auch sowas, wenn da was beantragt werden muss und so, nimmt mir das dann ab, weil ich natürlich andere Schwerpunkte habe, um die ich mich hier in einem täglichen Ablauf kümmern muss. Und von daher ist das ein Bereich, den meine Frau eher abdeckt. Aber wie gesagt, es gibt Lehrmittelbeihilfe in den einzelnen Provinzen, die unterschiedlich hoch sind, die sich auch jährlich variieren können. Also manchmal gibt es irgendwo so ein Förderprogramm, das fällt dann mal weg für ein Jahr, dann kommt es später wieder für die Hälfte oder mit dem doppelten Betrag dann im Folgejahr oder so. Die kanadischen Behörden sind da in diesen Richtungen immer sehr schwer einzuschätzen, und häufig erschließt sich mir die Sinnhaftigkeit solcher Entscheidungen auch nicht. Im Positiven wie im Negativen, das muss man einfach so hinnehmen. Aber wenn es dann da ist, kann man diese Förderung nehmen, wenn man es mag. Aber wie gesagt, man muss es nicht. Ne? Da
Dann vielleicht eine letzte Frage. Ich kann mir ja durchaus ja vorstellen, dass es auch in Kanada, auch in Nova Scotia, bestimmte Politiker gibt, denen das No-Schooling oder Homeschooling ein Dorn im Auge ist. Und die sicherlich dann auch mit den bewährten Methoden, beispielsweise man zeigt mal und man führt mal einen jungen Erwachsenen vor, der zu Hause beschult wurde, bei dem es aber eben nicht geglückt ist, vielleicht auch, weil den Eltern das egal war, gibt es sicherlich ja auch in Einzelfällen. Inwieweit wird das Thema denn hin und wieder mal politisch hochgekocht mit entsprechenden Forderungen, diese ja, anarchische Form der Menschenbildung doch zu beenden und in staatlich geordnete Bahnen zu lenken? Das ist durchaus möglich, dass es natürlich auch diese Gedankenansätze gibt. In der Praxis ist es mir nicht bekannt hier. Das muss ich dazu sagen. Also mir ist jetzt wirklich nicht bekannt, dass es, weil die Form des Freilernens oder Homeschooling ist generell seit Generationen ja in Nordamerika sehr fest verwurzelt. Also es ist dann schon, du würdest da schon an einigen Grundfesten, genauso wie das ist so, als wenn du den Kanadiern das Recht zur Jagd zu gehen, zur Jagdsaison einschränken würdest. Das würde nicht funktionieren. Diesen Versuch gab es auch mal vor vielen, vielen Jahren und da gab es so einen Proteststurm hier, dass die Politiker dann ganz, ganz schnell wieder zurückgerudert sind und das alles eingestellt wurde. Ich selber habe das einmal mit behördlichen Maßnahmen, die sie durchsetzen wollten, die für die Bevölkerung nicht positiv gewesen wären, erlebt. Da gab es hier bei uns in der Provinz ein Gesetzesvorhaben, wo die Regierung Einfluss nehmen wollte auf die Dinge, die du auf deinem eigenen Land machen darfst und nicht machen darfst. Das lief unter Bill 4, Gesetzesvorgabe. Und da gab es hier eine riesen Protestwelle in der Provinz in Nova Scotia, Stop Bill 4. Ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben, der dort auch veröffentlicht wurde. Du weißt ja mehr so mit dem libertären Gedankenansatz und das ist komplett wieder eingestampft worden und zwar innerhalb kürzester Zeit. Also das ist ja immer so, ne? Du kennst ja diesen alten Spruch, den ja auch ein europäischer Politiker mal geprägt hatte. Wir beschließen was, stellen es in den Raum, warten, ob es einen großen Proteststurm gibt. Wenn nicht, machen wir so weiter, bis irgendwann die Tatsachen zementiert sind, es kein Zurück mehr gibt. Also wehret den Anfängen, sobald irgendwie dieser ganze Schwachsinn stattfindet, muss man natürlich auch aktiv werden als Bürger und muss sich dagegen stellen und sagen, nein, hier ist die rote Linie, das machen wir nicht. Und das ist eine Freiheit ist immer eine Hohlschuld, keine Bringschuld. Ne? Das heißt, wenn ich nicht, sie ist nur, Freiheit ist nur da, wo sie gerufen wird. Ne? Sie kommt nie von allein. Das heißt, wenn ich jedem Schwachsinn zustimme, der von behördlicher Seite oder von den Medien uns vorgegeben wird, weil ja alle da mitmachen sollen oder weil es so gut ist, ne? Sobald einer sagt zu mir, sagt, ja, das ist gut für dich und um Schaden von dir abzuwenden, müssen wir jetzt das Bargeld abschaffen oder dieses oder jenes, da gehen mir immer dann die Nackenhaare hoch, wo ich sage, das ist, kann so nicht sein und man muss sich organisieren oder man muss auch mal dagegen stehen oder an entsprechende Stellen schreiben oder aktiv werden. Das ist sicherlich hier genauso wie überall auf der Welt, als auch für hier gilt. Aber wie gesagt, bekannt ist mir nichts, dass das in der Richtung Bestrebungen gab, bislang bezogen aufs Freilernen oder Homeschooling hier bei uns in der Provinz. Frank, recht herzlichen Dank für diesen Einblick in das kanadische Schulsystem, das ja doch völlig anders getaktet ist, insbesondere auch was die bürokratischen Auflagen angeht, als das deutsche. Dann bei deinem selbst auferlegten Erziehungsauftrag dann und Bildungsauftrag wünsche ich euch weiter alles Gute und möge die Farm prosperieren und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Dir auch alles Gute und bis bald. Tschüss. Tschüss.